Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. Im letzten Teil habe ich aufgehört, weil der Akku vom Gamepad leer war. Hey, blöder Hai, bleib von meinem Fluss weg. da hatte ich noch überlegt, ob ich noch ganz viel Holz sammle. Das habe ich sogar auch gemacht. Und ob ich damit das Titanium, also ob ich mir damit Holzkohle mache, um das Titanium einzuschmelzen, bla 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 bla. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich das noch mache. Aber ich habe auf der Insel hier irgendwie genug gesehen. Ich habe mich wieder ausgerüstet mit Stein und mit Holz. Und ich glaube, das sollte reichen. Ich habe was zu essen, was zu trinken. Wir pfeifen uns hier einfach mal. Ich werde jetzt bis zur nächsten Insel fahren. Und dann werde ich mich wieder bei euch melden. Zuerst gucken wir mal aber noch. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind auf H10. Jetzt fahren wir mal auf I10. Moment, was ist das hier? Moment. Da ist ja noch eine Insel. Ei, upsi. Das ist ja ein Ding. Okay, Dann gibt es eine kurze Planänderung. Dann bleiben wir erstmal noch hier. so spontan müssen wir da jetzt mal, glaube ich, sein. So. Machen wir uns erstmal einen sicheren Landeplatz hier. Irgendwie habe ich das gar nicht geschnallt, dass hier noch eine Insel ist. Das ist ja ein Ding. So, dann machen wir gerade hier komplett frei. Dann können wir nachher hier nämlich weiterfahren. So, steht beim Stoß in Sicherheit. Ja, so halbwegs. Bloß nicht kaputt machen jetzt. So, okay. Dann können wir mal gucken gehen, ob es hier vielleicht noch mehr Titanium gibt oder sowas. Muss ich nur die Uhr im Auge behalten. So, die Karte klappen wir mal zu. Oder machen wir wenigstens mal kleiner. So, seht ihr hier Titanium? Ich sehe keins. Ein Loch. Nee, ich wollte doch gar nicht da rein. Ich wollte hoch. Wie dümmlich. So, jetzt schlitzen wir mal erst ganz schnell hier außen rum und gucken mal. Wie. Hui, hallo, hi. Hi, hi. So, ich muss mich nur gerade am Auge kratzen. Gerade gejuckt. So. Was haben wir hier? Anscheinend kein Titanium oder ähnliches wertvolles Zeug. Also flitzen wir mal schnell weiter. Und viele so kleine Buchten. Das hier wäre auch ein super Platz gewesen, um im Floß einfach reinzufahren. Guckt euch das mal an, wie genial. Merkt euch die Stelle. Da kann man im Floß reinfahren, nichts passiert. Und hier kann man sich eine super Hütte hinstellen. Also wenn ihr das auch so machen wollt, wie ich das hier mache mit den Schutzhütten und einfach nur überleben. Man könnte das Spiel mit Sicherheit auch actionreicher spielen, wie ich das jetzt mache. Ja, da drüben ist ja noch eine Insel. Ne, das ist die, von der ich komme. Alles klar. Hui. Man könnte das Ganze mit Sicherheit actionreicher spielen, als ich das hier gerade mache, aber naja, ich halte mich halt da an den Titel Island Survival. Und ich glaube, so oft hat es mich hier auch noch nicht erwischt. So, das ist eine relativ kleine Insel. Stellen wir fest. So, was haben wir? Ein paar Bäume, ein paar Pilze, bisschen Holz, bisschen Mangos, bisschen Eichen. Reißt mich jetzt nicht vom Sockel. Gut, ich bin noch mal ganz kurz drüber geflitzt. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu finden. Irgendwas extremst Wertvolles. Falls ja, darf gerne in den Kommentaren vermerkt werden. Ich sehe jetzt mal gerade nichts. Macht aber auch nichts. So, dann fahren wir jetzt mal gepflegt weiter. Nehmen wir noch ein Schwert in die Hand, weil hier sind doch ein paar Haie unterwegs. Und manchmal greifen die ja doch mein Floß an. Das ist sowas, was ich nicht ganz verstehe.
Normalerweise kann man sich irgendwo hinstellen, auf ein Floß ins Wasser und nichts passiert. Kannst die ganze Nacht stehen bleiben, alles gut. Und manchmal fährt man im Floß irgendwo lang, dann kommt so ein blöder Hai und zerhapst dir das Floß. Ist ein Ding. Gut, egal, ihr werdet es merken, falls ihr das Spiel mal spielen solltet. Ich kann es euch nur empfehlen, wer eine Wii U hat, Leute, ladet euch das runter. Es macht echt geil Spaß. Und mal gucken, wie die Version für die Switch wird. Die werde ich dann eventuell auch Let's Playen. Die Version für den PC, die habe ich lustigerweise gratis bekommen. Okay, ich suche die nächste Insel und melde mich dann wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Wir sind jetzt schon ein ganz schönes Stück weitergekommen. Wir sind nämlich mittlerweile, wie ihr seht, auf der Insel G11. Beziehungsweise im Quadranten G11. Ob da eine Insel ist, das werden wir mal noch sehen. Im Moment sieht es gerade wieder nicht danach aus. Ja, ich hatte jetzt eigentlich drauf spekuliert, dass hier wieder eine Insel kommt. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann quatsche ich euch noch ein bisschen die Ohren voll. Und zwar wurde ich gefragt: Hey Papalu, was machst du eigentlich, wenn du alle Inseln gezeigt hast? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen festen Plan im Kopf, was ich in diesem Let's Play hier machen soll. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare rein. Ich wollte eigentlich einfach mal drauf losspielen, habe ich ja gemacht. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ich zeige euch einfach mal alle Inseln. Tjo. Und dann? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, irgendwo gibt es noch eine große Spinne zu besiegen. Auf der einen Spinneninsel waren wir ja schon. Ja, den Rest werden wir sehen. Wie gesagt, wenn es was Besonderes gibt, was euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann werde ich mich eventuell dazu hinreißen lassen, das zu machen, was ihr von mir wollt. So, wir gehen jetzt mal rüber zur nächsten Insel und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder und was sehen wir? Wir sehen eine Insel und irgendwas Komisches. Was ist denn das für ein Vieh? Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß, wo ich bin. Diese Insel sieht höchst interessant aus, weil ich sehe von hier aus schon sehr viel Erz und ähnliches. Außerdem absonderliche Viecher und das Ganze hat gerade tierisch geruckelt. Also auch auf der Wii U. Da kann jetzt ausnahmsweise meine Capture-Card mal nichts für. So. Hier muss ich mir definitiv einen Landeplatz bauen. Das mache ich mal auf die Schnelle. Und dann werden wir uns mal mit diesen komischen Viechern hier befassen, die hier zwar noch ganz ruhig in der Ecke rumstehen, aber die nicht so ganz ungefährlich sind. So, ich fange hier mal an zu bauen. Erst einen Landeplatz, dann eine Hütte, wie immer. Ich melde mich sofort wieder. So, ich bin ein gutes Stück weiter. Ich habe mir mal da die übliche Hütte gebaut. Ihr seht, es ist noch keine Tür drin. Ich muss noch schnell ein bisschen Gras sammeln für Ropes. Und dafür muss ich hier ein bisschen rumflitzen. Und da dachte ich, ich nehm euch da einfach mal mit. So. Wir werden nämlich hier noch was Interessantes feststellen. Das ist nämlich so einer der Punkte, wo es ganz hilfreich ist, wenn man diese Colored Local Map hat. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Wir suchen uns jetzt mal einen Weg, wo wir hier ein bisschen hochklettern können. Gras habe ich jetzt genug. Ich muss nur gucken, irgendwo müsste man hier ein bisschen weiter hochkommen. Ah ja, hier. Hier geht's doch schon. So. Sehen wir mal zu. Hier sehen wir überall schön Rubin und ähnlichen Kram, ne? Seht ihr alle? So, hier haben wir noch was Blaues. Was auch immer das nochmal war, ist aber auch nichts wurscht. Wir begeben uns jetzt mal noch ganz oben auf dieser Insel. Was ist das? Okay, ein Loch.
Probieren wir nicht weiter aus. Ihr merkt, es ruckelt ab und zu mal ein bisschen. Und wann ruckelt es normalerweise? Wenn die Eingeborenen auftauchen, die Kannibalen. So, und wenn ihr jetzt mal hinguckt, ich bewege mich jetzt auf der Insel hin und her. Und Kannibalen sind kleine rote Punkte, richtig? Richtig. Und was seht ihr hier in der Mitte? Verdammt viel Rot. Oh, verdammt, ich muss hier runter. Das bedeutet jetzt gerade in Gladiator. Oh, shit. Na, ich glaube, ich muss ein bisschen Fallschaden hinnehmen. Verdammt. Egal. Ja, jetzt habe ich schon das Problem, dass ich mich nicht mehr orientieren kann, weil ich nichts mehr sehe. Das war schmerzhaft. So. Die Echsen hinter uns, die fürchterlich fauchen, lassen wir jetzt mal ganz außen vor und sehen zu, dass wir in die Hütte kommen. Ich weiß nämlich nicht, ob hier irgendwelche Pottnasen rauskommen. Aber, kleiner Tipp, wenn ihr anfangt, dieses riesen Ding hier abzubauen, oh. Dämlich. Wenn ihr anfangt, in diesem riesen Klotz da, irgendwelches Erz abzubauen, dann kriegt er Besuch. Und zwar von unseren Freunden Kannibalen. Die da drin sitzen. In großer Anzahl. Gut. So, ich bastel mir jetzt ganz schnell noch eine Tür. Zack, 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 zack. Denkfehler? Verdammt. Das war blöd. Jetzt. So, jetzt bastel ich mir eine Tür. Und das Einzige, was ich auf dieser Insel eigentlich machen will, das ist, ich will euch zeigen, wie man diese Echsen besiegt. Weil sobald ihr die angreift, gehen die euch ans Leder. Logisch, ne? So, habe ich Eisen dabei? Nee, habe ich nicht. Na gut, dann greife ich den Stein später an. Mache ich mir ein paar, dann ist das auch gut. So, zack, 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 zack. Kriege ich drei unter? Ja, ich kriege drei unter. Sehr schön. Eins. Okay. Zwei. Und drei. Für irgendwas kann man das Zeug nämlich brauchen. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr für was. So, wie gesagt, ihr seht jetzt schon den roten Fleck da. Nee, wie war das? Ja. Nee. Einfach mal, ich bin zu dämlich. So. Damit ihr wisst, wovon ich rede, der rote Fleck hier, das sind alles kleine rote Punkte, das sind alles Kannibalen. Die sitzen hier irgendwie in diesem Loch drin. Es kann sogar sein, dass hier irgendwo noch eine Höhle ist, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Da gehen wir über die Nacht rum, ist mal noch gucken. Aber, wie gesagt, diese Insel ist mit Vorsicht zu genießen. Ich speichere jetzt auch mal, ja doch, hier kann ich nochmal abspeichern. Ich speichere hier nochmal ab, sicherheitshalber. Und wenn ich mir dann die Insel angucken gehe, dann werde ich ganz sicher nicht mehr abspeichern, weil wenn die mal rauskommen, dann habe ich ein Problem. Das überlebt er nicht lange. Weil das sind viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Okay, ich lasse die Nacht rumgehen und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Ich habe mal einen Teil der Nacht rumgehen lassen. Ich muss nämlich noch das Gamepad nochmal kurz auf die Ladestation stellen. So, also es zeigt sich, die Kannibalen sitzen da drin und kommen auch nicht raus. Also im Moment zumindest mal noch nicht. Das heißt, wir können auch hier in der Nacht mal außen rumflitzen. Wir müssen natürlich mal aufpassen, dass wir den Echsen nicht zu nahe kommen. Beziehungsweise wir können jetzt mal testen, wenn ich hier lang laufe, passiert erstmal gar nichts. Außer, dass die mich anfaucht. Das heißt, wir flitzen mal schnell um die Insel rum, um die Karte zu vervollständigen. Lalalalala. Weil so riesengroß ist die gar nicht. Ist einfach nur ein viergiger Klotz im Wasser, genau genommen. Und dann werden wir nochmal, wenn es ein bisschen heller ist... Oh, können wir was essen. Wenn es heller ist, werden wir dann nochmal uns das Ganze genauer ansehen. Wie machen wir das? Das machen wir so. Und das machen wir so. Sehr schön. So. Mampf, Mampf. Mampf, Mampf. Der ist leer. Entschied. Okay.
Ups. So, wir flitzen mal hier außen rum. Zuerst. So, jetzt haben wir die Insel eigentlich schon mehr oder weniger komplett. Mehr ist da gar nicht. So, und dann habe ich irgendwo in Erinnerung, dass... Was ist das da hinten? Da war doch irgendwas. Im Wasser. Da irgendwo. Egal. Ich habe in Erinnerung, dass hier irgendwo möglicherweise hier, ich weiß es nicht ganz genau, eine... Oh. Houston, we got a problem. Okay, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass hier irgendwo eine Höhle versteckt ist. Aber wenn dir so dämlich ist und ich genau dahin stelle... Oh, verdammt. Das war dämlich. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Nein! Irgendwo hatte ich wohl vergessen, dass die dann doch hochspringen können. Das war blöd. So, das eben war mal ein Schuss in den Ofen, eindeutig. Ich esse jetzt noch mal schnell was. So. Und dann gehen wir noch mal auf Inselerkundung. So, das legen wir wieder hoch. Jetzt holen wir die mal kurz ran. So. So ist es in Ordnung. Hm. Ich hoffe, man hat jetzt im Hintergrund mein Handy nicht randalieren gehört. Aber ich habe gerade zwischendurch oder vorhin eine Grünen-Politikerin öffentlich kritisiert, sprich im Fratzenbuch. Und naja, jetzt laufen der ihre jünger Anhänger wie auch immer ziemlich amok. Und naja, da habe ich nur gesagt, dass ich von ihr nichts halte. Aber auch nicht in Ordnung finde, wenn jemand aua, dämlich. Ich auch nicht in Ordnung finde, wenn jemand beleidigt wird oder bedroht, noch viel schlimmer. Das geht einfach gar nicht. Und naja, hab mich dann dazu hinreißen lassen, auf den peinlichen Auftritt dieser Dame hinzuweisen, in der sie sowohl die Existenz eines Artikels unseres Grundgesetzes bestritten hat, als auch dessen Inhalt. Naja, peinlich, peinlich. Hat ja doch eine wichtige Position, die Dame. Egal. Lassen wir den Politikmist jetzt weg. Macht es einfach Spaß, ab und zu mal die Leute ein bisschen zu reizen, um mal zu gucken, wie so die Diskussionskultur in Deutschland momentan ist. Und ich sage euch eins, die ist echt beschissen. So. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, hier wäre irgendwo eine Höhle gewesen. Das kann aber auch auf einer anderen Insel gewesen sein. Finde ich es auch einfach nur nicht, kann auch sein. So. Hier hat es mich schön erwischt. Das machen wir jetzt mal ein bisschen geschickter. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das meine. Und zwar, wenn ihr euch so eine Konstruktion hier hinstellt, dann seid ihr so hoch, dass die Kameraden euch nicht mehr erwischen können. Das Problem bei diesen Echsen ist nämlich, die sind höllisch schnell. Das heißt, wenn ihr die angreift, habt ihr eigentlich keine allzu großen Chancen. Also denen zu entkommen. Und die sind auch relativ stark offenbar. So. So könnte das funktionieren. Ich glaube, so hatte ich das damals gelöst. Weil ich weiß, ich habe die mal angegriffen und ich hatte irgendwie keine Chance, denen irgendwie groß zu schaden. Ich glaube, wir nutzen mal schnell Pfeil und Bogen, um die ein bisschen zu provozieren. Dass die mal hierher kommen. Ah, das machen wir aber lieber von da oben aus.
Ich will jetzt eigentlich nur, dass die mich angreifen. Damit ich euch mal zeigen kann, was man da machen kann. So, dann nehmen wir mal eine. Halt. Ey. Wir haben ja schon Abhauen gesagt hier. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, jetzt muss ich nochmal speichern. Weil, jetzt werde ich da hingehen und die angreifen. Und dann zusehen, dass ich Land gewinne. Sprich, abhaue. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. Deswegen speichern wir mal besser. So. Mal lieber noch das hier auf volle Energie. Und das hier auch. Schwert in die Hand. Boah, Alter. Im Spiel weg. So, und jetzt haben wir es da, wo wir es haben wollen. Die Kameraden waren jetzt nämlich ziemlich schnell, haben mir mit zwei Bissen auf gleichen Schaden zugefügt. Das Gute ist jetzt, wir können nicht weg. So, jetzt kann ich hier runter hüpfen, das einsammeln, was der gedroppt hat, wieder hoch. Und der da steht jetzt genauso dämlich da. Oh. Schwertput. So. Eigentlich eine ganz gute Methode, diese festzusetzen, weil dann können wir uns nichts mehr tun. Wir sind oben in Sicherheit und hauen sie in Ruhe platt. So, und jetzt wisst ihr auch, wo ihr das Zeug hierher kriegt. Da kann man nämlich irgendeinen Tauchanzug draus basteln. Moment, ich gucke schnell. Wo war das Ding? Ja, wo ist er denn? Habe ich Tomaten auf den Augen? Hier. Da kann man sich den Heavy Diving Body, die Heavy Diving Legs und den Diving Helmet draus basteln. Da müsst ihr allerdings ein paar von den Viechern platt machen. Aber wie ihr seht, es ist gar nicht so schwer. Ich stelle euch einfach so ein Ding hier in die Pampa. Und habt ihr gesehen, wenn man mal oben drauf ist, dann passiert aber nichts mehr. Dann ist man schon wieder ganz schnell in Sicherheit. Und kann die in aller Seelenruhe platt machen. Was natürlich sinnvoll wäre, wenn man das irgendwo macht, wo man dann auf die Schnelle auch noch Schwerter machen kann, weil wenn die Schwerter ausgehen, hat dann ein Problem. Dann sitzt er erstmal fest. So, jetzt gucken wir nochmal auf der Karte, was die Eingeborenen da drin machen. Okay, die sitzen immer noch an einem Platz, alles klar. So, wir nehmen jetzt ein Schwert in die Hand. Und rennen da mal ganz schnell dran vorbei. Es könnte nämlich sein, dass die uns verfolgen. Muss aber auch nicht. So, dann bauen wir die ganze Kiste hier nochmal. Weil das hat ja doch recht gut funktioniert. Ich denke, ihr habt das Geräusch im Hintergrund gehört. Ich habe schon wieder vergessen, den Laptop an Strom zu hängen. Ist aber erstaunlich, wie lange der hält. Moment gerade. Ganz kurz. So, Saft wieder da. Ist ja aber auch dämlich. Warum vergesse ich das immer? So, da kam gerade so ein Vieh. Also sehen wir zu, dass wir hier hochkommen. Ja, oder nicht. So. Ui. Was du von mir wolle, du Vieh.
Oh, das ist schön, wenn die immer jedes Mal auf diesen Trick reinfallen. Weil auf diese Echse sitzt jetzt fest. Also gibt's Saures. Wenn ihr euch natürlich bessere Waffen macht, dann braucht ihr nicht so viele Schwerter mitnehmen, weil die Steinschwerter machen das nicht lange mit. Also ich würde sagen, ein Steinschwert pro Echse. Kannst du dann mit der Faust noch ein bisschen draufhauen, das dauert dann aber ewig, wie ihr seht. Funktioniert aber. Zack. Zweites Stück. So, wo sind noch von den Kameraden? Da oben. Okay, wie viele von den Dingern habe ich? Zwei. Ich dachte, ich hätte dafür noch irgendein Fleisch von denen bekommen. Na gut, vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Egal, das Ding lassen wir jetzt mal hier so in der Gegend stehen. Nehmen uns mal noch ein Schwert runter. Und gucken jetzt nochmal, ob hier nicht irgendwo ein Eingang war. Ich könnte schwören, dass hier irgendwo was gab, aber es war ziemlich versteckt. Also wenn das hier war. So, ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht pumpig werden, wenn wir denen zu nahe kommen. Die scheinen auch die ganze Zeit eigentlich im Kreis um die Insel zu laufen. So, jetzt hat es nochmal kurz geruckelt. Das bedeutet normalerweise, dass irgendwas passiert, aber im Moment anscheinend nicht. Ach, guckt mal hier. Ach, guckt mal hier. Gucken wir mal hier. Schauen Sie mal da. Gehen wir mal ganz frisch hin. Guck mal da. So, wenn man dann zu wenig Sand dahin setzt, dann rennen die nämlich so im Kreis. Wo ist denn der andere, den ich schon angeklopft habe? Ah, hier. Sollte ganz schnell wieder nach oben. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mich drehen will, dass es einfach unendlich lange dauert. Jetzt wieder nach oben. Umrüsten aufs Schwert. Zu langsam. Warum drehst du dich so langsam, Kerl? So, aber ihr seht, die Methode hier funktioniert echt gut, oder? Komm nochmal her. So, jetzt einmal runter und gleich wieder hoch. So, das ist das letzte Schwert. Jetzt sollte ich langsam vorsichtig sein. Aber es funktioniert. So, jetzt haben wir vier von den Häuten schon mal gesammelt. Jetzt gucken wir erstmal, wo die Kameraden rumlatschen. Oh. Die können schwimmen. Gut. Die planschen gerade, das heißt, wir flitzen jetzt nochmal um die Insel rum. Wenn ihr länger hier bleiben wollt und mal ein bisschen genauer suchen, dann wäre es sinnvoll, an mehreren Stellen diese Sandkreuze, nenne ich es jetzt mal, hinzustellen. Dann habt ihr nämlich den Vorteil, dass wenn ihr irgendwo um die Ecke kommt und da ist alles voll von den Echsen, dass ihr dann immer mal wieder in Deckung gehen könnt. Wenn ihr anfangt, hier euch den Felsen reinzugraben in den Berg, dann habt ihr das Problem, dass dann die Eingeborenen anfangen, sich rauszugraben. Und dann ist Essig. So, und wenn ihr mit genügend Abstand an den Echsen hier vorbeiflitzt, dann tun sie normalerweise auch nichts.
Ja, das sind jetzt aber ein bisschen viele. Und ich sehe einfach keinen Eingang. Das heißt, ich verkrümel mich jetzt hier wieder von dieser Insel. Ist jetzt 9 Uhr morgens, okay. Ich hoffe, die haben meinen Fluss in Ruhe gelassen. Ja, möglicherweise. Gut, da geben wir auch gar keine. Da lassen wir uns auf gar keine Diskussionen ein und sehen zu, dass wir wegkommen. Bevor ich das mache, speichere ich aber das Ganze nochmal, weil ich nämlich stark davon ausgehe, dass A, wenn ich auf die Uhr gucke, es spät genug ist, und B, der Part lang genug ist. Das war dann die Insel, weiß nicht mehr was, 11, H11, G11, I11, keine Ahnung, F11, E11, müssen wir gleich. So. Das war die Insel F11. Okay, wir fahren jetzt die 11er Reihe rüber, dann die Spalte A nach oben, die Reihe 1 wieder runter und dann die Reihe K. Dann haben wir die ganze Karte voll. Und macht euch keine Gedanken, wir werden unterwegs noch einige Sachen entdecken, die hochinteressant sind. Okay, dann sage ich mal, wie üblich, ihr dürft meinen Kanal gerne abonnieren, meine Videos kommentieren, die Glocke aktivieren, damit ihr euch den ganzen Blödsinn angucken könnt und nichts verpasst. Und ansonsten habt einfach genug Spaß im Leben. Denkt dran, bis denn dann. Tschüss.